begrüße Sie zur neuen Ausgabe von Tandem China und Österreich. Wir wenden uns heute den Bereichen Wirtschaft und Tourismus zu. Seit langem pflegen China und Österreich einen regen wirtschaftlichen Austausch. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist in den letzten Jahren auf beinahe 12 Milliarden Euro angestiegen. Auch die Reisen zwischen den Ländern haben sich vervielfacht. Pro Jahr besuchen fast 1 Million chinesische Touristen Österreich. Auch die Zahl der österreichischen Besucher in China steigt. Aber der Großteil der Touristen in China sind Inlandsreisende. Wir haben uns 3 beliebte Reiseziele näher angesehen. Wie diese 4 jungen Frauen aus dem Kanton in Südchina reisen viele Chinesen aus dem warmen Süden in den Norden, um ein richtiges Wintergefühl erleben zu können. Die Küstenstadt Dalian im Nordosten Chinas ist eines unter vielen beliebten Reisezielen chinesischer Touristen. Heuer haben wir viele Orte bereist. Wir waren in Guizhou, Guangxi, Tibet und auch noch in Russland. Historische Plätze ziehen auch Touristen aus Europa an. Für China ist der Tourismus ein stabiler Wirtschaftsfaktor. Die von der chinesischen Regierung als neue Normalität bezeichnete Verlangsamung des Wirtschaftswachstums trifft auf den Tourismuszweig nicht zu. Dieser stützt in China den inländischen Konsum. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts hat sich in China auf rund 7% eingependelt. Wie viel geben Sie für Reisen aus? Es kommt darauf an, wie viel ich verdiene. Ich gebe meinen ganzen Verdienst für die Reisen aus. Ich spare keinen Cent. 4 Milliarden Inlandsreisen haben die Chinesen im Jahr 2015 angetreten. Das bedeutet ein Wachstum von über 10% gegenüber dem Jahr zuvor. Fast 3,5 Billionen Yuan Renminbi, also rund 500 Milliarden Euro, gaben die Chinesen 2015 für Reisen aus. Wie oft reisen Sie? Mindestens 2-mal im Jahr, heuer schon 3-mal. Der steigende Tourismus ist ein Segen für Chinas Wirtschaft. Die Zunahme erleichtert den Tourismusbetrieben das tägliche Geschäft. Werbung haben viele Betriebe gar nicht notwendig, wie hier auf der Insel Gulang nahe der Küstenstadt Xiamen in Südostchina. Ich habe 9 Zimmer zu vermieten. Sie sind fast immer ausgebucht. Ich habe einen Vertrag mit einem Reiseportal geschlossen und brauche mir keine Sorgen mehr, um die Auslastung der Zimmer zu machen. In Xiamen herrscht das ganze Jahr über ein subtropisches Klima. Die Küstenstadt ist ein begehrtes Ausflugsziel der Chinesen. Aber auch so manche ausländische Touristen besuchen die Stadt am Meer. Viele Chinesen zieht es auch in den Westen. Über das Meer gelangt man in die Provinz Qinghai, wo es ein Hochplateau mit kühlen Temperaturen gibt. An Salzseen entlang führt eine Bahn in alte Ortschaften, wo die Zeit stehen geblieben scheint. Bisher waren hauptsächlich chinesische Touristen hier. Für die nächste Zeit haben wir uns ein Ziel gesetzt und das ist, wir wollen mehr ausländische Touristen nach Qinghai bringen. Die alten Gebetsstätten von Qinghai ziehen Touristen an. 23 Millionen Reisende kamen im Jahr 2015. Darunter waren rund 65.000 ausländische Besucher. Die Tourismusmanager hoffen auf viele ausländische Besucher. China ist bei den Besuchern aus asiatischen Herkunftsländern die Nummer 1 in Österreichs Tourismusbilanz. Gruppenreisen machen immer noch den Hauptteil aus. In letzter Zeit bemerkt man aber einen verstärkten Trend zu Individualreisen und Urlaub in der Natur. Und davon hat Österreich viel zu bieten.
Wir haben uns ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel in den österreichischen Alpen genauer angesehen. Die Gebirgszüge Pörn und Priel liegen in der Mitte Österreichs im Bundesland Oberösterreich. Sobald der erste Schnee fällt, gibt es hier ausgedehnte Wintersportgebiete mit langen Abfahrten. Hier finden Wintersportler eine idyllische Bergwelt vor, die vom Massentourismus unberührt geblieben ist. Pörn Priel ist natürlich bekannt als Wintersportregion mit einer Weltcup-Veranstaltung und sehr guten Pisten. Wir haben dort zwei Skigebiete. Im Winter bieten sich verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel Langlauf bis zu einem Biathlon-Zentrum. Wir haben 120 Kilometer Loipen, sehr schöne Loipen, also wirklich super Panoramen. Und vor allem sind wir dort sehr schneesicher, also hat man eigentlich den ganzen Winter immer verlässlich Schnee. In dieser Weltcup-Saison sorgte ein Rennläufer, der in der Pörn-Priel-Region trainiert, für eine Sensation. Der bislang unbekannte Engländer Dave Riding erreichte Platz 2 im berühmt-berüchtigten Kitzbüheler Slalom-Bewerb. Yeah, I love Austria. I'm based here all winter, every winter since for 10 years. So, ich liebe Österreich. Seit 10 Jahren bin ich in dieser Region. Ich fühle mich hier ganz wie zu Hause. Zwar ist meine Heimat England, aber ich bin fast den ganzen Winter hier, um zwischen den Rennen hier zu trainieren. Skirennen machen die österreichischen Skigebiete international bekannt und fördern den Tourismus. Ich glaube, wenn man so faszinierende Landschaften rund um die Rennen sieht, werden viele Menschen angespornt, diese Gegend auch zu besuchen. Skirennen sind eine perfekte Werbung. Die Region Pörn-Priel hat auch ausgedehnte Wanderwege, einen großen Teil im Nationalpark Kalkalpen. Wir haben 3 Gebirgszüge, das ist das Sensengebirge, Duttesgebirge und Hallermauern. Also eine Auswahl endlos mit Bergseen, mit Bergteiche, mit wirklich Höhenwanderungen, mit Talwanderungen, wir haben Flüsse. Man hat auch ein sehr gutes Adventure-Angebot. Sie können bei uns Canyoning, Sie können Kajak fahren, Sie können Paragliden und das alles mit qualifizierten Bergführern. Also das ist wirklich in besten Händen. Aus China haben noch nicht viele Urlauber ihren Weg in die Pörn-Priel-Idylle gefunden. Es sind schon einige Gäste da aus China, denen gefällt es sehr gut. Die schätzen die schöne Landschaft, die frische Luft und diese Aufnahme bei unseren Einheimischen. Wir wünschen natürlich mehr chinesische Gäste und ich glaube, die würden sich sehr freuen, wenn sie zu uns kommen, weil sie wirklich ein perfektes Alpenerlebnis haben, ein unverfälschtes. Pörn-Priel, eine Region, in der man viel erleben kann und in der es noch viel zu entdecken gibt. Nicht nur Touristen, auch Firmen pflegen einen regen Austausch. Chinesische Gruppen kaufen seit Jahren verstärkt Anteile an österreichischen Firmen und österreichische Unternehmen verlagern ihre Produktionsstätten vermehrt nach China. So bekommen Luxusautos der Marken BMW, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce und andere in China österreichische Augen verpasst. Die Firma Kazikala Wien, kurz ZKW, erzeugt seit nunmehr 6 Jahren in China ihre Scheinwerfer. Im August 2010 eröffnete ZKW in der nordostchinesischen Hafenstadt Dalian mit Unterstützung der Stadtregierung Jinpu New Area ihre Produktionsstätte, die ZKW Lightning System Dalian. Hier werden hauptsächlich Scheinwerfer und Innenbeleuchtungen für den Fahrzeugraum hergestellt. Alles wird nach österreichischen Normen überprüft. Erstens überprüfen wir, ob die Streuscheibe des Scheinwerfers beim Spritzgießen vollständig ist oder ob es Einbuchtungen gibt. Danach überprüfen wir den Zustand unserer Beschichtung. Wir schauen, ob Spuren, Störstellen oder der sogenannte Orangenhauteffekt vorhanden sind.
ZKW hat bereits einen globalen Marktanteil von rund 15% im Pkw-Sektor und 60% im Lkw-Sektor. Die Produktionskapazität wird ständig erhöht, vor allem durch den Einsatz von Industrierobotern. Ich überprüfe zuerst den Zustand des Klebebettes. Danach drücke ich mit dem Fuß ein Pedal, damit der Roboter zuerst das Klebebett aufheizt und danach das Gehäuse und die Streuscheibe zusammenklebt. Der Roboter kontrolliert ebenfalls den Arbeitsprozess. Bei Fehlern stoppt er den Arbeitsgang. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Industrieroboter erfordert hohe Intelligenz und die Fähigkeit, komplexe Abwicklungen zu steuern. Ja, die Möglichkeiten, die DALI angeboten hat, angefangen von Universitäten. Wir benötigen hier auch hochqualifizierte Mitarbeiter, die Universitätsabschluss haben. Der zweite große Punkt war die Nähe zum Kunden. Wir hatten im Norden einige an deren OEMs. Mit diesem Werbespot bewirbt die ZKW ihre Autoleuchten auf dem chinesischen Markt. Und dieser hat ein enormes Potenzial. Mit über 24 Millionen neu zugelassenen Fahrzeugen im Jahr 2016 war China weltweit der größte Pkw-Markt. Zeigt die chinesische Wirtschaftsbremse Auswirkungen? Im Moment spüren wir nichts davon. Wir sind eher darauf bedacht, dass wir mit Abschluss der Erweiterung Phase 2 nun mitten in der Planung für die Erweiterung Phase 3, also noch einmal eine Aufstockung auf 2,4 Millionen Scheinwerfer pro Jahr Produktionskapazität im Moment beschäftigt sind. Die Firma ZKW plant, die Zahl der Mitarbeiter am Standort Dalian bis zum Jahr 2019 von 300 auf 1800 aufzustocken. Wir haben jetzt gerade eine Lehrlingsausbildung mit der lokalen Regierung und dem WIFI International in Österreich eine Lehrlingsausbildung gestartet, die über 3 Jahre läuft. Es ist vergleichbar mit dem österreichischen dualen Ausbildungssystem. Und ich denke, es ist notwendig, dass auch wir hier qualifizierte Mitarbeiter in einigen Bereichen bekommen. Die ersten Lehrlinge werden 2020 fertig. Der langfristige Zielmarkt von ZKW in Dalian ist nicht nur China, sondern die gesamte Asien-Pazifik-Region. Chinas größte Motorenhersteller, die Wolong-Gruppe, hat im steirischen Spielberg die österreichische Firma ATB übernommen. Diese ist eine traditionelle Antriebstechnikfirma, die bereits seit 1973 besteht. Doch vor 4 Jahren geriet die ATB in finanzielle Turbulenzen. Die Wolong-Gruppe ergriff die Chance und investierte in das österreichische Unternehmen. Mit der Produktion von Antriebssystemen und Motoren ist die ATB, früher bekannt unter dem Namen Bauknecht, schon seit Jahrzehnten ein bedeutendes Unternehmen in Österreich. Nun wurde ATB auch ein strategisch wichtiger Partner für Wolong in Europa. Der Zugang zum europäischen Markt ist der erste Schritt von Wolongs Global Strategy. ATB ist ein sehr renommierter und etablierter Motorenhersteller in Europa mit guter Technologie und ausgezeichneter Qualität. Die Motoren werden zur Gänze in der Produktionshalle in Spielberg in der Steiermark gefertigt. Zuerst werden die Einzelteile gestanzt, gegossen und gewickelt. Danach werden sie zusammengefügt. Dabei teilen sich Mensch und Roboter die Arbeit. Das Zusammenschalten der Elektrik führen aber immer noch Menschen durch. Über 450 Beschäftigte hat ATB in Spielberg. Sie bauen Motoren für Geräte wie zum Beispiel Rasenmäher, Kühlsysteme und Schwimmbadpumpen zusammen. Dabei findet die chinesische mit der österreichischen Arbeitskultur einen gemeinsamen Weg. Vor allem hat Wolong von dem großen Qualitätsbewusstsein und den Erfahrungen in der Gestaltung und auch dem Prozess vom ATB profitiert.
Auf der anderen Seite hat die ATB auch die Begeisterung und den großen Einsatzwillen in China positiv beeinflusst. Vor nun fast 45 Jahren wurde die ATB unter großer Anteilnahme von Prominenz aus Politik und Wirtschaft gegründet. Von Gottlob Bauknecht ins Leben gerufen, wurden die Bauknecht-Haushaltsgeräte zu einem österreichischen Markenzeichen. Die Motoren dazu wurden in Spielberg gefertigt. Bauknecht weiß, was Frauen wünschen, lautete der Werbeslogan. In erster Linie waren das Motoren für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Haushaltsantriebe, Dunstabzugshauben und auch Motoren für Wäschetrockner. Also alles für den Hausgebrauch, was die Arbeit der Hausfrau erleichtern soll. Heute hat ATB im Wettbewerb mit den europäischen Motorenanbietern Platz 3 erobert. Für die ehrgeizige Wolong-Gruppe noch nicht genug. Sie ist in China die Nummer 1 der Motorenhersteller und peilt diesen Platz auch in Europa an. Aus diesem Grund wurde seit der Beteiligung von Wolong bei der ATB in den vergangenen Jahren gezielt Investitionen getätigt. Vor allem in die Entwicklung moderner Antriebstechniklösungen, wie zum Beispiel in neue hocheffiziente Motoren. Unsere Motoren an die Weltspitze, lautet das langfristige Ziel der Wolong-Gruppe. Das Werk in Spielberg ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein. Und jetzt unsere neueste Meldungen. Der amerikanische Philosoph Roger Ames sprach im Wiener Pen-Club über den Konfuzianismus Chinas in einer sich ändernden Weltordnung. Professor Ames lehrt an den Universitäten Hawaii und Peking und er gilt international als Experte für chinesische Philosophie. In Wien sprach er über das Thema Utopia. So the idea of utopia means nowhere. Im Sendesaal des ORF wurden zeitgenössische Musik und Literatur aus China präsentiert. Eingeladen hatte das Konfuzius-Institut an der Universität Wien. Das Ensemble des 20. Jahrhunderts führte unter der Leitung von Peter Burwig moderne chinesische Kompositionen auf. Journalisten aus Österreich besuchten das Labor für Mikrosatelliten und deren Anwendung der Polytechnischen Universität Nordwestchina in Xi'an. Das Labor war ein Höhepunkt im Rahmen einer Studienreise des österreichischen Journalistenclubs und China Radio International. Das chinesische Neujahrsfest wurde heuer im Wiener Palais Eschenbach auf Einladung des Konfuzius-Instituts an der Universität Wien in chinesischer Tradition gefeiert. Die Neujahrswünsche überbrachte der neue chinesische Botschafter Li Xiaose. Ich wünsche dem Institut noch größeren Erfolg im Neujahr. Der Direktor des Konfuzius-Instituts an der Universität Wien sprach mit dem Botschafter über die Vorhaben im neuen Jahr. Sehr geehrter Herr Botschafter Li, worin sehen Sie die Hauptaufgaben für 2017 und die Zukunft? Im Politikbereich sollten China und Österreich ihre hochrangigen Kontakte aufrechterhalten, das gegenseitige Verständnis weiter stärken und das politische Vertrauen vertiefen, um die politische Basis für die bilateralen Beziehungen zu festigen. Im Wirtschaftsbereich ergänzen sich beide Seiten gut und können sich auf Finanzen, Energieeinsparungen und Umweltschutz, grenzüberschreitenden E-Commerce, Logistik, Transport und Wintersport fokussieren, ihre Potenziale entdecken und neue Kooperationsbereiche erschließen.
China und Österreich sollten ihre Zusammenarbeit in Kultur-, Bildungs- und Tourismusangelegenheiten verstärken und die sozialen Kontakte zwischen den Menschen intensivieren. Bei internationalen Angelegenheiten haben China und Österreich in vielen wichtigen Fragen gleiche oder ähnliche Standpunkte. Beide Seiten sollten ihren Austausch verstärken, um Frieden, Wohlstand und Stabilität der Welt gemeinsam zu schützen. Wichtig ist auch unser Projekt Wirtschaftszone entlang der Seidenstraße und maritime Seidenstraße im 21. Jahrhundert. Österreich befindet sich im Zentrum Europas. Besonders Mittel- und Osteuropa sind ein wichtiger Bestandteil der Seidenstraße-Initiative. Österreich kann gemeinsam mit China Kooperationsprojekte umsetzen. Durch seine intensiven Beziehungen mit den mittel- und osteuropäischen Ländern im historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Rahmen der Seidenstraße-Initiative. So kann die Zusammenarbeit zum beiderseitigen und multilateralen Nutzen ausgebaut werden. Das chinesische Ensemble Contempo Beijing präsentierte im Wiener Musikverein moderne Kompositionen aus China. Contempo ist eines der wenigen zeitgenössischen Ensembles in China, das traditionelle Chinesische mit westlichen Instrumenten kombiniert. In Wien spielte das Ensemble sein Programm China Sound. Am Sitz der Vereinten Nationen in Wien, in der Wiener UNO-City, war der internationale Kinderfriedenschor zu Gast. Unter den 300 Kindern gaben auch chinesische Kinder ihr Können zum Besten. China ist die Zahl der österreichischen Niederlassungen in den letzten Jahren stark gestiegen. Rund 700 Firmen sind bereits auf dem chinesischen Festland aktiv. Das bilaterale Handelsvolumen beträgt derzeit fast 12 Milliarden Euro. Damit ist China der zweitgrößte Handelspartner Österreichs außerhalb der EU. Für österreichische Firmen in China ist der Wettbewerb aber härter geworden, sagt der österreichische Wirtschaftsdelegierte in China, Martin Glatz, mit dem ich gesprochen habe. Die Firmen sagen uns, dass das Klima nach wie vor gut ist. Das hat sich aber geändert. Es ist härter geworden. Es ist der Wettbewerbsdruck in China gestiegen, wobei der Wettbewerb nicht nur von anderen ausländischen Firmen kommt, die sich um denselben nicht mehr ganz so stark wachsenden Kuchen kümmern, sondern auch von chinesischen Firmen, die besser werden, die auch gleichwertige Produkte anbieten, vielleicht sogar Produkte zu günstigeren Preisen, und gegen diese Konkurrenz muss man sich wappnen. Also insgesamt ist es härter geworden, aber es gibt kaum eine Firma, die sagt, ich kehre China den Rücken, ich gehe zurück, der chinesische Markt ist für mich nicht mehr interessant. Wie stark ist die wirtschaftliche Präsenz von Österreich in China und wie sieht die Tendenz aus? Das Engagement österreichischer Firmen in China ist sehr stark, es nimmt zu. Es nimmt zu, sowohl was die Zahl der Niederlassungen österreichischer Firmen in China anlangt. Wir haben jetzt etwa 700 Niederlassungen österreichischer Firmen hier in China, und zwar nur in Festlandchina, da zähle ich die Sonderverwaltungsregion Hongkong gar nicht dazu. Auch unsere Exporte haben sich sehr gut entwickelt. Das Handelsvolumen insgesamt kratzt jetzt schon an der 12 Milliarden
Euro-Grenze, wobei nach unserer Statistik zumindest wir viel weniger nach China exportieren als umgekehrt China nach Österreich exportiert. Insgesamt steigt der Trend, die letzten Jahre waren sehr gut und wir versuchen zumindest diesen Zustand auch zu halten. Aber wie bewerten Sie insgesamt die Konkurrenzfähigkeiten der österreichischen Firmen in China? Österreichische Firmen sind international sehr konkurrenzfähig. Sie bewegen sich in Nischen und in diesen Nischen gibt es dann oft nur 3, 4 Anbieter. Aber insgesamt sind österreichische Firmen konkurrenzfähig, nicht nur hier in China, sondern international. Die Firmen, die sich hier in China niederlassen, sind jedenfalls Firmen, die auch mit allen Wassern gewaschen sind. Also China ist sicherlich kein Markt für Anfänger. Die Firmen, die hier sind, wissen schon, wie man sich in diesem Konkurrenzumfeld auch bewegen soll. Welche Vorteile hat China als Standort und was muss verbessert werden, um eventuelle Nachteile abzubauen? Der große Vorteil, und das sagen uns die Firmen auch immer wieder, ist offensichtlich, China ist einfach ein sehr, sehr großer Markt. Nicht? Das sind diese 1,3, 1,4 Milliarden Einwohner, die China hat, natürlich nicht. Das ist ein Markt, den man einfach nicht vernachlässigen kann. Es ist, um ein altes Beaumont zu bemühen, es ist wahrscheinlich gefährlicher, nicht in China zu sein, als in China zu sein. Nicht? Also man kann China als Exporteur heutzutage nicht mehr vernachlässigen und am Rande liegen lassen. Das ist ein großer Vorteil, die Größe des Marktes. Hinzu kommt aber dann auch noch aus unserer Sicht, auch wiederum gerade in den letzten Jahren, dass chinesische Unternehmen sehr stark ins Ausland drängen. Und viele Firmen sagen mir, dass Geschäfte mit chinesischen Firmen jetzt sich gar nicht mehr nur auf China beziehen, sondern auf dritte Märkte, zum Beispiel in Zentralasien, zum Beispiel in Lateinamerika oder sonst wo. Nicht? Also diese Drittmarktkomponente ist sehr, sehr viel wichtiger geworden, gerade in den letzten 2, 3 Jahren. Ist das ein Plus oder ein Minus für österreichische Firmen? Das ist ein Plus. Das ist ein Plus, vor allem in den Märkten, in denen unsere Firmen schon präsent sind. Nicht? Das gilt für viele Märkte der Welt, gerade aber auch für die Märkte in Zentral- und Osteuropa. Das ist, wenn Sie so wollen, der Hinterhof unserer Wirtschaft. Österreichische Firmen sind dort schon seit vielen, vielen Jahren präsent, mit eigenen Niederlassungen präsent. Österreich gehört in vielen dieser Länder in Zentral- und Osteuropa zu den wichtigsten Investoren. Hier können wir sehr viel auch an lokalem Know-how anbieten und mit chinesischen Firmen in eine Kooperation gehen, anstatt hier ein Konkurrenzverhältnis entstehen zu lassen, das wahrscheinlich weniger bringt. Gibt es Probleme beim Niederlassen einer österreichischen Firma in China? Es ist sicherlich nicht einfach, das ist klar. Nicht? Wie gesagt, China ist kein Markt, den man einfach so mitnimmt. Man muss sich China mit sehr viel Ressourcen, mit sehr viel Hingabe widmen. Und letztendlich, glaube ich, ist es einfach das Commitment, die Hinwendung zum chinesischen Markt, die dann auch hilft, diese Hürden zu überwinden. Und das gelingt auch in fast allen Fällen. Auch die chinesischen Investitionen in Österreich sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Für China ist Österreich mehr als nur ein Handelspartner. Österreich hat als Drehscheibe zwischen Ost- und Westeuropa eine strategisch wichtige Lage, sagt der chinesische Botschaftsrat für Wirtschaft und Handel in Österreich, Gao Xingle. Mit ihm hat Edith Backkönig gesprochen. Dank der zentralen Lage, also in Europa, gewinnt Österreich immer mehr an Bedeutung für chinesische Unternehmen. Da also immer mehr chinesische Unternehmen sind dabei, von hier aus ganz Europa zu bedienen. Beispiele dafür sind zum Beispiel eine chinesische Firma ZTE. Das ist eine der bekanntesten Telekommunikationsausrüster. Diese Firma bedient von hier aus 8 europäische Länder insgesamt. Welche Rolle spielt Österreich eigentlich in der Seidenstraßeninitiative? Also diese Seidenstraße-Initiative ist ein großes Konzept, also für den gemeinsamen Aufbau und gemeinsames Profitieren für alle beteiligten Länder. Also vor knapp 2 Jahren war Herr Bundespräsident Dr. Fischer in China zu Besuch und dabei hat er verkündet, Österreich möchte dem EIB offiziell beitreten. EIB ist die offizielle Entwicklungsbank, die also der Umsetzung von dieser Seidenstraßeninitiative behilflich sein sollte. Also momentan also, ist die Bundesregierung oder auch die Länder oder auch viele Unternehmen sehr aktiv dabei, also über konkrete Kooperationskonzepte also Gedanken zu machen.
Aber also der Ist-Stand und der Abschied zwischen der Ist-Stand und der Soll-Stand ist noch ziemlich groß, da also auch viele andere europäische Länder sind dabei, auch eine wichtige Rolle in dieser Strategie also zu spielen. Deshalb sollte Österreich sich noch Gas geben, glaube ich. Warum investiert China eigentlich verstärkt in den letzten Jahren in österreichische Betriebe? Die chinesischen Investoren investieren immer mehr, also in Österreich seit 3 Jahren. Also hat die jährliche Investitionssumme mehr als 100 Millionen Euro betragen. Und die chinesischen Unternehmen also sehen in Österreich nicht nur das Land der Musik, der Kultur, sondern auch einen sehr interessanten Wirtschaftsstandort. Hier gibt es wirklich also die besten Mittelstandsunternehmen, die Hidden Champions. Und hier kann man wirklich also sehr, sehr optimal also diese Forschungszusammenarbeit eingehen. Zum Beispiel dieser CETC hat in Graz eine Europazentrale gegründet. Und da werden also ganz interessante Forschungsprojekte gemeinsam durchgeführt. Exportiert China eigentlich mehr nach Österreich oder ist es so, dass Österreich mehr nach China exportiert? Es gibt also verschiedene Statistikangaben. Nach chinesischen Angaben exportiert also China weniger als importiert. Und aber nach österreichischen Statistikangaben also importiert Österreich mehr als exportiert. Aber ich glaube, also der Überschuss ist nicht so groß. Da es geht dabei vor allem um diese internationale Arbeitsteilung. Was China importiert, braucht China schon. Was Österreich importiert, also das wird meistens auch nicht hier produziert. Das ist einfach so eine Ergänzung, also was diese Handelsstruktur betrifft. In der internationalen Zusammenarbeit, gibt es da noch Reibungspunkte oder kann man noch einige Punkte verbessern in der Zusammenarbeit zwischen den Betrieben in China und Österreich? Reibungspunkte, das kann man wahrscheinlich nicht so sagen. Es gibt aber schon Punkte, also über die man noch weiter diskutieren sollte. Da auch unter Partnern, also könnte es zu einigen Streitthemen kommen. Also eines möchte ich hier zum Beispiel betonen, zum Beispiel dieser Handelsprotektionismus. Also, da Sie wissen schon, also seit Jahren erholt sich die Weltwirtschaft wirklich so langsam. Also in dieser Situation also wächst der Protektionismus ständig. Also, aber ich möchte hier sagen, wir sollten also immer mehr Wert auf diese Globalisierung legen. Denn diese Globalisierung ist wirklich eine Win-Win-Kooperation. Das ist kein Nullsummenspiel. Wir sollten ganz strikt also gegen diesen Protektionismus kämpfen und den Kuchen der Zusammenarbeit größer machen. Nur so können wir gemeinsam davon mehr profitieren. Im Sommer 1988 startete sie ihren ersten Flug, die chinesische Fluggesellschaft Air China. Heute fliegt sie Ziele in Asien, Australien und Neuseeland, Nord- und Südamerika und Europa sowie Afrika an. Mehrmals pro Woche befördert sie Passagiere von Wien nach Peking und zurück. Routinecheck bei der Zwischenlandung in Wien. 4-mal pro Woche befördert Air China in einem modernen Airbus 330 Passagiere von Peking nach Wien, Barcelona und retour. Die staatliche chinesische Fluggesellschaft hat zwar eine lange Tradition, ihre Maschinen sind aber nicht älter als 7 Jahre. I'm ready. Die Flugpläne sind so ausgerichtet, dass die Passagiere keine allzu langen Wartezeiten für Weiterflüge innerhalb Chinas und zu internationalen Anschlüssen haben. Im Verbund mit dem Star Alliance-Netzwerk baut Air China die Flüge nach Europa weiter aus. Auch der Einsatz größerer Flugzeuge ist geplant. Das europäische Netzwerk wird ständig ausgebaut. Air China bedient 18 Städte in Europa, darunter wieder Wien seit Mai 2014 und zum Beispiel auch London, Frankfurt, München, Budapest und viele mehr.
Es gibt ca. 105 Roundtrip-Flüge pro Woche zwischen China und Europa. Wenn Passagiere mit internationalen Anschlüssen einen längeren Aufenthalt in Peking haben, können sie die Stadt bis zu 72 Stunden, also 3 Tage, ohne Visum besuchen. Seit Anfang 2017 können Passagiere aus Europa und den USA, die über Peking in andere chinesische Destinationen weiterfliegen, ihr Gepäck direkt zur Endstation durchchecken lassen. Weltweit fliegt Air China derzeit mehr als 170 Städte in 39 Ländern und Regionen an. Der Erfolg der Tourismuswirtschaft beruht oft auf dem besonderen Charme der Kultur des jeweiligen Landes. In China üben die Shaolin-Mönche einen außergewöhnlichen Reiz aus. Mit ihrer Kung-Fu-Show sind sie international bekannt geworden. Heute sorgen sie in der Provinz Henan im Herzen Chinas für großen Tourismusandrang. Die Kung-Fu-Show der Shaolin ist ein Touristenmagnet. Das Kloster hat eine lange, stille Geschichte. 495 nach Christus stattete der Kaiser Shua Wen der nördlichen Wei-Dynastie den in Indien geborenen Mönch Fortuo mit Geldmitteln aus, um das Shaolin-Kloster im Shuangshan-Gebirge in Hunan zu errichten. Die Pagoden zeugen von der fast 1500-jährigen Geschichte der Shaolin. Sie wurden in der Vergangenheit angesehenen Mönchen gewidmet. Die älteste Pagode im Pagodenwald des Klosters wurde 791 nach Christus gebaut. Je nach Herkunft und Lebenszeit des verstorbenen Mönchs weisen sie unterschiedliche Bauelemente auf. Deshalb gleicht keine der insgesamt 232 Pagoden der anderen. Der Stil der Kampfkunst hat sich bis heute wenig verändert. Schon der Chan-Buddhismus war in der Vergangenheit berühmt für seine Kampfkunst. Still, mysteriös und ehrwürdig muten die Longmen-Grotten 50 Kilometer westlich des Shaolin-Klosters an. Sie sind ein weiteres Weltkulturerbe der Provinz Hunan. Die Grotten liegen im Yehe-Flusstal zwischen dem Duftberg und dem Longmen-Berg. Der Bau der Grotten begann Ende des 5. Jahrhunderts und hat 400 Jahre gedauert. Mit über 100.000 Buddha-Statuen und mehr als 2.800 Inschriften zählen sie zu den 4 berühmtesten buddhistischen Grotten Chinas. Longmen bedeutet das Drachentor, denn der Drache ist ein kaiserliches Symbol. Die Kaiserin Uzatian zum Beispiel spendete im 7. Jahrhundert die Buddha-Statue Vairocana. Sie ist mit mehr als 14 Metern die höchste Statue hier. Die Statue soll der Kaiserin ähnlich sehen. Der Legende nach hat sie für den Bau der Statue ihre Ausgaben für Kosmetik gekürzt. In der Provinz Qinghai zeugt ein Kloster von der tibetisch-buddhistischen Tradition in China.
Die ersten Bauten des fast 500 Jahre alten Kumbum-Klosters stammen aus der Zeit der Ming-Dynastie. Die Mönche gehören dem Gelug-Orden an, der Anfang des 15. Jahrhunderts von dem Mönch Tsongkhapa gegründet wurde. Die große Halle mit dem goldenen Dach und die große Halle der Meditation sind das religiöse Zentrum der Klosteranlage. Ihre Ausstattung steht symbolisch für Ehrlichkeit, Reinheit und Respekt. Das Kumbum-Kloster ist die seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts von in- und ausländischen Touristen meist besuchte tibetische Kultstätte. Ebenso wie die buddhistische Kultur in Huanan ist das Schattenspiel in Shanxi in Westchina typisch chinesisch. Der Kreis Huachang der Stadt Weinan in der Provinz Shanxi gilt als der Geburtsort des chinesischen Schattenspiels. Die Kunstform ist vor rund 1000 Jahren entstanden. Die Vorbereitung eines Schattenspiels ist aufwendig. Man muss zunächst die Figuren zeichnen, das Leder auswählen, ausschneiden, zusammennähen und die Farben auftragen. Um die Schatten der Figuren auf einem Tuch zum Leben zu erwecken, braucht man 5 bis 6 Menschen, die diese bewegen und ihre Lieder singen. Eine der ältesten Kunstrichtungen Chinas ist die Kalligraphie. Wer diese Kunst der Schrift beherrscht, hat lange geübt und einen eigenen Stil entwickelt. Die bekannteste Oper in China ist die Peking-Oper. Sie wird von Theatergruppen in ganz China aufgeführt. Trotz ihres Namens ist die Peking-Oper nicht in Peking entstanden, sondern in den Provinzen Anhui, Hubei und Shaanxi. Dieses Lied, interpretiert von der Künstlerin Deng Jian, hat den Titel »Die betrunkene Konkubine«. Die von Schauspielern aufgeführte Lao Qiang-Oper war ursprünglich eine Variation des Schattenspiels. Unter chinesischen Rockern gilt sie als die früheste chinesische Rockmusik. Gespielt wird die Oper auf traditionellen chinesischen Instrumenten, dem Saiteninstrument Ahu, dem vierseitigen Instrument Yuezhin, das die Form eines Vollmondes hat, einem chinesischen Gong und einer Langbank, einem einzigartigen Percussion-Instrument. Mit diesen Eindrücken aus dem Shaolin-Kloster und der Lao Qiang-Oper verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.